Von Volker Probst: Es fühlt sich an, dass das Leben der Dadler für immer verändern soll, nicht nur, aber auch und vor allem wegen seiner Hauptfigur, Lara Croft. Archäologin mit Atombusen, Pferdeschwanz, Wespentaille, Hotpins und der Kraft der zwei Wummen, dass die Oberweite der Amazone derart überdimensional ausfiel, sei ein Versehen gewesen. 2003 mit Die Wiege des Lebens eine Fortsetzung, beide Male schlüpft Angelina Jolie, damals noch keine 30, in die Rolle der Kämpferin mit der wogenden Brust, wer denn auch sonst. Keine andere ist zu jener Zeit so prädestiniert dafür wie die Schauspielerin, die 2004 vom Esquire Magazin zur ersten Sexiest Woman Alive gekürt wird, was wohl Jolie darüber denkt, dass sie nur 15 Jahre nach ihrem letzten Tomb Raider Einsatz nicht mehr für die Rolle in Frage kommt und ersetzt wird. Sie mag sich damit trösten, dass auch Lara Croft selbst ihre besten Jump'n'Run-Zeiten eigentlich schon hinter sich hat, der fiktiven Biografie zufolge, die einst für den Pixel-Vamp erdacht wurde. Schlicht Tomb Raider überschriebenes Abenteuer unter der Regie von Roald Haug basiert lose auf der Geschichte des auch nur selbst betitelten Videospiels, das 2013 auf den Markt kam und ebenfalls einen Neubeginn der Saga auf PC und Konsole markierte. Rein optisch hat Lara Croft dabei mit dem paranormalen Busenwunder, als dass sie einst ihren Siegeszug antrat, nur noch wenig gemein, das passt zur schleichenden Anpassung, um den Vorwurf der Frauenfeindlichkeit abzumildern, sondern ebenso. So simpel ist die Story gestrickt, 7 Jahre sind vergangen, seit Lara Crofts Vater Dominic West von einer Reise nicht zurückgekehrt und verschwunden ist, 7 Jahre, in denen sich Croft weigert, ihr Erbe anzutreten. Im Film wird aus ihr jedoch eine angeblich grausame Gebieterin mit der Macht über Leben und Tod. In einer Videoaufzeichnung bittet Crofts Vater die Tochter, sämtliche Aufzeichnungen über Himiko zu vernichten, die denkt jedoch gar nicht daran. Stattdessen begibt sie sich auf die Suche nach dem Ort, der einst Yamatai gewesen sein soll. Einerseits ist der Film geradezu liebenswert altbacken, es dauert nicht lange, da fühlt man sich, als wäre man mit Lara Croft zu Indiana Jones oder in einen alten Karl-May-Schinken zurückgebe. Amt der Schurke, die Pistoleros, die Rätsel und die Suche nach dem Heiligen Gral, in diesem Fall Himiko, alles da wie Kanda turnt, stemmt und hangelt sich zugleich durch sämtliche Hindernisse, dass den Fans der Computerspiele das Herz aufgehen dürfte. Andererseits ist genau dies, woran Tomb Raider als Film auch diesmal scheitert, um Lara Croft ein zeitgemäßes Kinogewand überzustülpen, reicht es eben nicht, ihr eine Brustverkleinerung zu verpassen und die Hotpins auszuziehen. Alles wäre halb so wild, wenn der Streifen über seine biedere Anmutung wenigstens selbst lachen könnte. Doch mit wirklich beabsichtigtem Humor wird kräftig gespart, stattdessen sorgt manche naive Überzeichnung, wenn sich etwa ein Bösewicht mal wieder so richtig böse ärgert, oder Sätze wie Millionen Menschenleben sind mehr wert als eines Fallen, für unfreiwilliges Schmunzeln. Liebe Lara Croft, nachträglich noch alles Gute zu deinem 50. Geburtstag, doch im Kino dürftest du ruhig ein wenig frischer daherkommen. Tomb Raider startet am 15. März in den deutschen Kinos. Quelle ntv.de.